Mutter, halt! Das wird ihr doch sicher Freude machen. Ja, das ist lieb von dir. Sag ihr gute Besserung. Mach ich. Schönen Tag. Dir auch. Schwester Lotte, die Mutter Oberin möchte Sie sprechen. Komm ich denn hier nie weg? Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Hat Professor Hänfling Sie schon informiert? Nein, warum? Naja, das ist verständlich. Denn er hat sich bis auf die Knochen blamiert. Das Gutachten, den Homo Caltentalensis betreffend, liegt nämlich vor. Die Herren vom Max-Planck-Institut haben festgestellt, dass der Homo erstens kein Mann ist, sondern eine Frau und zweitens auch nicht aus der Steinzeit stammt. Was habe ich gesagt? Sondern aus der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Der arme Herr Wöller. Na, 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 na. Seit wann interessieren Sie Herrn Wöllers Gefühle? Im umgekehrten Fall, wenn wir 1 Million für das Skelett bezahlt hätten, der würde sich schallend auf die Schenkel klopfen vor Schadenfreude. Naja, ich habe ihn gewarnt. Herr Wöller müsste das Gutachten doch auch bekommen haben, gestern. Ja, aber seine Frau Laban liegt im Krankenhaus. Ich bin sowieso auf dem Weg zu ihr. Ich kann sie ja mal fragen. War das alles? Nein. Schwester Lotte, dieser Laden für Produkte aus Schwester Agnes Kräuterstube, also davon würde ich Abstand nehmen. Von den Kosten eines solchen Unterfangens einmal abgesehen, wir sind immer noch ein Orden, der zum Wohle und Segen der anderen da ist und keine Firma. Wenn Sie das bitte Schwester Agnes persönlich sagen würden, ich bringe das nicht übers Herz. Sehen Sie, jetzt haben Sie es erreicht, sie weint. Also bitte, sie wird sich wieder beruhigen. Das war's. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Jedenfalls sind Sie ein klassischer Fall von, ja, wie Goethes Faust. Zwei Seelen wohnen ach in meiner Brust, wenn Sie verstehen, was ich meine. Einerseits Ihre politischen, geschäftlichen Ambitionen, die Sie mit allen Mitteln am Rande der Legalität durchsetzen wollen. Andererseits meldet sich Ihr verschüttetes, schlechtes Gewissen in Form dieser Schwester Lotte. Und Ihr Unbewusstes reagiert eben mit Albträumen auf diesen verdrängten Konflikt. Verstehen Sie das? Herr Wöller? Auf Wiedersehen, Herr Wöller. Ich gebe auf. Ja, wieso? Ich habe von Ihnen geträumt. Wir waren im Theater, Loge, Faust 1 und wir haben uns geküsst. Herr Wöller. Ja. Und dann ist plötzlich Schwester Lotte gekommen und dann fiel der Vorhang. Hören Sie auf, Sie sind ein hoffnungsloser Fall. Was? Das ist schon zu spät. Mein Gott, warum haben Sie mich nicht geweckt? Also ja gut, dann das bis nächste Woche. Nein, Herr Wöller. Dafür ist mir meine Zeit zu schade. Naja, ich meine, ehrlich, bin ich ja durch meine Krise durch. Und im Grunde nur wegen Ihnen gekommen. Und ich meine, selbst wenn ich als Patient ein hoffnungsloser Fall bin, wie Sie sagen, gibt es ja immer noch den Mann in Wolfgang Wöller. Ja, und jetzt, wo ich kein Patient mehr bin, könnten wir beide noch privat. Ich mit Ihnen? Ja. Privat? Ja. Herr Wöller, ich ertrage Sie nicht mal 50 Minuten pro Woche. Nicht? Ja. Das ist schade, ja? Naja. Ja, dann schreiben Sie mir die Rechnung und schreiben Sie Beratung drauf, damit ich Sie als Betriebskosten absetzen kann. Frau Stutz? Frau Dr. Wohlschlegel hier. Guten Morgen. Gute Nachrichten. Bei mir ist ein Termin frei geworden. Umtauschen? Meine Schildkröte? Das kann ich nicht, Sie herzloser Mensch. Ach, hören Sie doch auf! Unverschämt!
unverschämter Kerl. Was ist denn? Ach, Lotte. Ich habe Resi röntgen lassen, weil ich dachte, sie hätte eine OP-Klemme verschluckt. Und dabei hat sich herausgestellt, dass sie ein Männchen ist. Kein Weibchen. Da geht's dir wie dem Herrn Wöller. Dem seinem homokalten Talent ist es kein Männchen, sondern ein Weibchen. Nein. Doch, aber behalt's für dich. Wo finde ich denn die Frau Labern? In Zimmer 19. Ich habe sie gerade zur OP fertig gemacht. Was Schlimmes? Ach was, ein läppischer Blinddarm. In 3 Tagen ist sie wieder zu Hause. Lotte, was soll ich denn jetzt machen? Ein Mann im Kloster. Na ja. Jetzt sei doch nicht so prüde. Nenne doch weiter Resi. Ich behalte es auch für mich. Weiter Resi. Grüß Gott. Ach. Frau Labern, Sie machen ja Sachen. Blinddarm? Ich sollte mich schon längst rausnehmen. Ich habe mich nur davor gedrückt. Sind Sie für mich? Danke. Gut, dass Sie da sind, Schwester. Ich habe das alles nur veranstaltet, weil ich Wöller ein paar Tage aus dem Weg gehen möchte. Ach, ist das Gutachten vom Max-Planck-Institut da? Ja, aber ich habe es ihm noch nicht gegeben. Ich habe es nur aufgemacht und gedacht, ich sehe nicht recht. Der Homo. Ich weiß. Die Mutter Oberin hat es mir gesagt. Ich habe es einfach nicht übers Herz gebracht, es ihm zu sagen. Da lasse ich mir lieber den Blinddarm rausnehmen. So, Frau Labern, wir sind dran. Alles Gute. Aber bitte bringen Sie es ihm schonend bei, Schwester. Und da drinnen, da ist das Schreiben. Entschuldigung. Also. Schwester, bitte kann ich Sie vielleicht auch kurz sprechen? Ja, sicher. Was fehlt Ihnen denn? Galle. Ich bin gestern operiert worden, aber darum geht's nicht. Ich habe ein viel schlimmeres Problem. Als ich die Kolik hatte und vom Krankenwagen abgeholt wurde, da hat meine Nachbarin in ihrer Panik dummerweise meine Tochter verständigt. Und jetzt sitzt sie im Zug irgendwo zwischen Hamburg und hier und ich kann sie nicht aufhalten. Ach, Sie wollen Ihre Tochter gar nicht sehen? Ach, doch, natürlich. Nur, sie darf auf keinen Fall in meine Wohnung. In meiner Wohnung gibt es ein Zimmer, das ich, also, in dem ich meine Arbeitswerkzeuge aufbewahrt habe. Ich bin eine Domina, wenn Sie wissen, was das ist. Ja, und sie weiß natürlich nichts von alledem. Nein, sie denkt, ich verdiene mein Geld im Internet mit Aktien. Tja, da bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als sich mit ihr auszusprechen. Ausgeschlossen. Ich bitte Sie, die jungen Frauen von heute, die reden doch ganz anders über Sexualität. Nicht meine Tochter. Sie ist 25 und wahrscheinlich noch Jungfrau, wie ich sie kenne. Nein, Schwester. Das Mädel schaut mich ein Leben lang nicht mehr an. Bitte, Schwester, ich kann doch sonst zu niemandem gehen. Bitte, Frau... Jobst. Margot Jobst. Schwester Lotte. Ich meine, ich bin ja wirklich sonst zu allen Schandtaten bereit, aber... Ich gebe Ihnen meine Schlüssel. Hier. Am Eingang, da steht ein Schrank und da sind meine Koffer drauf. Und da passt alles rein. Ich mache das immer so. Und an die Haken für die Handschellen. Da hängen Sie die beiden Topfpflanzen dran, die auf dem Fensterbrett stehen. Wann kommt denn Ihre Tochter an? Das weiß ich nicht. Ja, ihr WG-Freundin in Hamburg sagt nur, dass sie heute nicht in der Uni erschienen ist. Ein Handy hat sie doch keins. Ja, aber ich kann doch nicht den ganzen Tag am Bahnhof rumstehen und warten. Ich weiß ja nicht mal, wie sie aussieht. Ich flehe sie an. Ich habe ein Foto von ihr. Und so viele Züge Hamburg-München gibt es doch auch nicht. Auch wenn es deine männlichen Gefühle verletzen sollte. Aber dein Name ist nun mal Resi. Ja. Grüß Gott, Resi.
Wie oft habe ich dir schon gesagt, dass du vorher anklopfen sollst? Entschuldige, aber ich habe einen Job für dich. Job? Ich würde es ja gerne selber machen, aber ich habe keine Zeit. Ich muss ins Rathaus zu Herrn Wöller und dann muss ich zum Bahnhof. Bahnhof? Wohin fährst du? Moment. Agnes, ist Julia denn nicht da? Auch gut. Bitte kannst du um 11:45 in der Heimeranstraße 44 sein. Felicitas wartet dort auf dich und wird dir alles erklären. Jetzt frag doch nicht immer so viel. Sei bitte pünktlich, weil es ist sehr dringend. Ich danke dir. Was werde ich ihr alles erklären? Es ist wirklich eine unglaubliche Geschichte. Ich hoffe, du sitzt gut. Ja. Weißt du, was eine Domina ist? Ja. Dominus der Herr und Domina die Herren. Ich muss jetzt los, aber in 2 Stunden spätestens bin ich wieder zurück. Schon wieder? Es geht um mein neues Buch. Na gut. Nur warum werde ich das Gefühl nicht los, dass Sie irgendwas im Schilde führen? Wieso? Bischof Rossbauer hat mich ausdrücklich dazu ermutigt. Ich möchte Sie bitten, die Straßenbahn zu nehmen. Ich brauche den Wagen vielleicht noch. Ich gehe sowieso zu Fuß. Es ist ja nicht weit. Bitte. Ich grüße Sie, Herr Vikar. Ich würde gerne seine Exzellenz sprechen. Oh, nein, nein. Ich rufe dann in 2 Stunden noch mal an. Danke. Endlich. Aber es war sehr schwierig, heute wegzukommen. Und ich fürchte... Bitte. Danke. Direkt darf ich Ihnen auch was bringen. Nein, danke. Ich fürchte, wir müssen uns etwas anderes überlegen. Die Mutter wird allmählich misstrauisch. Nun, dann treffen wir uns eben, wenn sie zu Auswärtsspielen der Bayern unterwegs ist. Warum darf sie es denn nicht wissen, dass wir an ihrer Biografie arbeiten? Ich will mich nicht ihrer Kritik und ihrem Spott aussetzen. Wenigstens nicht, bevor ich den ersten Scheck vom Verlag in Händen habe. Und zweitens kommt sie darin vor. Oh ja. Schwester Lotte? Kommen Sie mal! Schwester, ich flehe Sie an. Machen Sie diesem Größenwahnsinnigen da oben klar, dass ich nicht den Rest meines Lebens vor diesem Knochenaquarium Ehrenwache schieben kann. Kein Problem. Danke. Ich brauche aber auch Ihre Hilfe. Immer. Ich brauche die genauen Ankunftszeiten aller Züge in Kaltental mit einem Anschluss nach München, der aus Hamburg ist. Und das spätestens seit Mitternacht. Moment, können Sie das noch mal sagen? Naja, ich muss jemanden abholen, der mit einem Nachtzug in Hamburg losgefahren ist, Mitternacht oder vielleicht auch später, und demnächst hier ankommt. Ach so, warum sagen Sie das nicht gleich? Kein Problem. Aber Sie eisen mich hier los, versprochen? Versprochen! Ja, Paul, ich bin's. Kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Ich schwimme im Augenblick auf einer Erfolgswelle. Dagegen ist der Amazonas ein Nasenwasser. Mich kann nichts aufhalten. Also, relax, Mann, bis heute Abend. Also, wenn Sie ständig telefonieren, dann wird das nie was. Ja, mein Gott, ich dachte, Sie machen ein paar Fotos von mir und den Rest zu Hause in Ihrem Atelier. Für wen halten Sie mich? Ich bin doch kein Amateur. Nehmen Sie bitte die Pose ein.
Sie stehen ja schon wieder anders. Das ist mehr Staatsmann. Bleiben Sie jetzt so? Ja. Ah, Schwester Lotte, treten Sie ruhig näher. Grüß Gott. Aha. Was wird denn das, wenn es fertig ist? Jeder Bürgermeister, der es geschafft hat, 4 Amtsperioden durchzustehen, ohne im Irrenhaus zu landen, hat das Recht, in Öl abgebildet zu werden und im Ratskeller an der Wand zu hängen. Aber Ihre 4. Amtszeit ist ja noch gar nicht beendet. Ja, bis unser Meister hier zu Potte kommt, sind die nächsten Wahlen längst vorbei. Also, ich geb's auf. Ja, ich auch. Oh, tut mir mein Kreuz weh. So, zeigen Sie mal her. Kommt nicht in Frage, das sind ja Skizzen. Künstler, was sagt man dazu? Ja, Schwester Lotte, treten Sie ruhig näher. Was führt Sie zu mir? Wollen Sie mir als Sekretärin aushelfen, sich ein paar Euro dazu verdienen? Frau Laban fällt nämlich aus. Ich weiß, ich komme gerade aus der Klinik von ihr. Ah ja? Dann bis morgen, je nach Licht. Und vergessen Sie bitte nicht, den Vorschuss überweisen zu lassen. 4.000. Ja, ja. Das sagt man immer. Malen ist eine brotlose Kunst. Van Gogh hätte Luftsprung gemacht, Herr Maler. Sie haben es nötig. Jetzt gehen Sie ab. Wiedersehen, Schwester. Auf Wiedersehen. So, wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, bei Frau Laban hat sie Ihnen erzählt, dass wir die Pläne rausgeschickt haben für das Museum und dass wir die ersten Angebote schon vorliegen haben. Das nicht, aber... Ja, und dass der Gemeinderat sich mit der Lage des Museums, sprich Grundstück, einverstanden erklärt hat. Und das gegen die Stimmen von der Opposition? Ja, kann man sich gut vorstellen. Tja, es ist auch kein Wunder. Ich meine, hier in der Innenstadt ist ja nichts zu machen. Schon gar nicht mit einer Tiefgarage. Kann ich Sie kurz von Ihrer Erfolgswelle runterholen? Oh, Sie haben gelauscht. Ihre flammende Rede auf sich selbst konnte man bis in den Flur hinaushören. Es gibt ein Problem, Herr Böller. Und Frau Laban hat mich gebeten, es Ihnen in homöopathischen Dosen zu verabreichen. Was? Aber erst müssen Sie mir versprechen, dass Sie ruhig und gelassen bleiben, wie es einem Staatsmann wie Ihnen gebührt. Was ist das? Ich erwarte Ihre Antwort. Sie drehen nicht durch. Jetzt gehen Sie schon her. Max-Planck-Gesellschaft. Hm? Ich habe Sie gewarnt. Sie hätten das Gutachten abwarten sollen. Nach abgeschlossener Kohlenstoff- und Spektralanalyse der uns zur Verfügung gestellten Zehnknochen aus dem Kloster Kaltental handelt es sich nicht um einen Mann aus der Steinzeit, sondern um eine weibliche Person etwa aus der Zeit des 30-jährigen Krieges. Und die der Grabstelle beigelegten Steinwerkzeuge sind auch aus jüngerem Geröllgestein gefertigt. Ich hole Ihnen einen Cognac. Die Besorgte zu mimen. Sie haben es doch auch gewusst. Mich trotzdem ins offene Messer laufen lassen. Sie sind um keinen Deut besser als Ihre Chefin. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Hat sie doch nicht mehr alle. Nicht, Herr Meier. Der Herr Wöller ist im Moment nicht ganz zurechnungsfähig. Ja, meinen Sie ich? Nach allem, was ich mir von ihm habe gefallen lassen müssen. Mit dem Ding erwischen Sie ihn vor München sowieso nicht mehr. Sie haben recht. Aber Sie müssen sich beeilen. Der nächste Zug aus München, der zu einem Anschluss aus Hamburg passt, kommt in 5 Minuten an. Oh ja. Danke, Herr Meier. Bitte. Gott, wo bleibst du denn? Schimpf nicht. Ich habe mich so beeilt, dass mir schon ganz schwindelig ist. Na, dann wart's nur ab. Da oben werden dir die Sinne ganz vergehen. Wieso? Was ist denn da oben? Der Vorhof zur Hölle. Margot Jobst, wer soll das denn sein? Ein Geilenstein, der auf meiner Station liegt. Gott, wie es hier riecht. Nach Rosenöl und Lavendel. Nimm 1 oder 2 Koffer von dem Schrank. Koffer? Thank you.
Agnes, bitte zügle deine Fantasie und mach voran. Ich will keine Sekunde länger als nötig in diesem Sündenpfuhl verweilen. Wer kann das denn sein? Ah, das ist bestimmt Lotte. Ich habe mich in der Tür gehört. Wer war das? Der Herr Huber. Nein. Was ist denn das für ein wundervoller Hintern, der daneben an einem Tresen steht? Und der Typ, der da am Hintern vorne dran ist, hat sich gerade zu mir umgedreht. Singst du über mich? Hallo. Hallo, ich höre die Frau. Wolltest du nicht mit den Kindern Schuhe kaufen gehen? Ich wollte hier klar Schiff machen. Heute kommen noch die Regale und Schwester Agnes hat mich versetzt. Und was ist mit heute Abend? Kannst du nicht heute kochen? Nö. Dann gibt es eben Muscheln mit Apfelmus und Spinat. Okay, überredet. Es ist so schön, dass ich was zu tun habe. Was Richtiges, Eigenes. Und du wolltest doch, dass ich glücklich bin. Naja, sag mal, bist du nicht eigentlich voller Farbe? Oh. Alles klar? Also, Lotte, wenn ich gewusst hätte, was da auf mich zukommt. Sieht doch schon ganz manierlich aus. Na jetzt, aber du hättest sehen sollen, was diese Frau alles hat. Wollen wir nicht endlich gehen? Ich weiß, das war nicht leicht. Ich danke euch beiden. Ich konnte ja schlecht die beiden Novizinnen damit beauftragen. Aber ihr seid zwei erfahrene Frauen. Euch fällt es leichter, eine solch menschliche Schwäche zu verzeihen. Schwäche? Was geht bloß in diesen Männern vor? Stell dir vor, Lotte, der Herr Huber war da und hat geläutet. Nein, unser Hermann Huber? Kommt. Naja, ich verstehe ja nichts von diesem Kram, aber Felicitas, woher weißt du das eigentlich alles? Was willst du damit sagen? Naja, dass du dich so empörst. Willst du sagen, dass ich mich etwa in diesem Milieu aus... Schwester Hildegard! Ja? Nun, was meint Ihr Lektor? Bis jetzt ist er zufrieden, aber es gibt noch einiges zu tun. Ah ja? Na gut. Also, hier sind die Kostenprognosen für die nächsten 3 Jahre. Aber lassen Sie sie bitte nicht auf dem Schreibtisch liegen. Nicht, dass Bischof Rossbauer sie zu Gesicht bekommt. Sonst kriegt er noch Zustände, wenn er sieht, wie viel Geld er auftreiben muss. Ich schließe sie weg. Ich bitte darum. Ist sonst noch was? Nein. Vorzimmer, Frau Reuter? Exzellenz. Ach so, das habe ich ganz vergessen, aber ich faxe ihn gleich durch. Ja, gleich. Nein, sie hat nichts gemerkt. Aber lange stehe ich das nicht mehr durch. Ich muss Schluss machen. Gelobt sei Jesus Christus. Was machen Sie da? Und nun überlegen Sie sehr genau, was Sie jetzt sagen. Denn nicht nur Ihre Zusammenarbeit mit mir steht auf dem Spiel, sondern auch Ihr Verbleib in unserer Ordensgemeinschaft. Lügen und Vertrauensbruch verstoßen eindeutig gegen unsere Ordensregeln und sind nicht zu dulden oder zu entschuldigen. Eigentlich müsste ich ja stinksauer sein, dass Sie mir so etwas zutrauen. Lügen, Vertrauensbruch. Halten Sie mich etwa für einen Spion von Bischof Rossbauer? Ja, und was ist das dann da, was Sie Herrn Rossbauer gerade faxen? Sie glauben, ich... Der Vertrag! Ich habe vergessen, ihn ins Ordinariat zu faxen. Und warum lügen Sie mich an? Sie waren nicht bei Ihrem Lektor. Sie sind mir nachgeschlichen. Entschuldigen Sie!
Ihre ständigen Termine. Und immer, wenn Sie weg waren, war zufällig auch Bischof Rossbauer nicht zu erreichen. Ja, klar. Er ist sozusagen mein Lektor. Bischof Rossbauer? Aber von Literatur versteht er noch weniger als von Fußball. Wir arbeiten auch nicht an meinem zweiten Roman. Nein? An was dann? Seine Exzellenz hat mich ausdrücklich gebeten, das niemandem zu sagen, vor allem Ihnen nicht. So, hat er das? Und ich muss ihm doch auch gehorchen, oder? Ich meine, Sie sind nur Oberin und er Bischof. Ja, in der Tat, das ist ein Dilemma. Das muss ich Ihnen zugutehalten. Seine Biografie. Natürlich. Sie schreiben seine Biografie, stimmt's? Keine Antwort ist auch eine Antwort. Wenn Sie glauben, ich lasse mir das von Ihnen gefallen, dann haben Sie sich getäuscht. Ich kann mich nicht erinnern, einen Termin mit Ihnen zu haben. Hier bin ich! Nehmen Sie Ihren Brief öfter und stoßen Sie mir ihn in die Brust! Herr Wöller, benehmen Sie sich! Ein Teufel werde ich tun. Ich bleibe so lange hier stehen, bis Sie diesen gegen alle guten Sitten verstoßenden Gauvertrag zerrissen und sich bei mir für diese Hinterhältigkeit entschuldigt haben. Schwester Hildegard, verständigen Sie bitte die Beamten des nächstbesten Reviers. Was? Dass wir hier unsittlich belästigt werden. Oder Sie benehmen sich wie ein vernunftbegabter Mensch. Na gut. Von mir aus rufen Sie die Polizei. Dann kann ich gleich Anzeige erstatten wegen Betrugs und Geschichtsklitterung. Geschichtsklitterung? Geschichtsverfälschung. Und ob? Ich nehme an, Sie beziehen sich auf das Gutachten des Max-Planck-Instituts. Das Ihnen bei Vertragsabschluss schon vorlag, Ihnen und diesen Damen da in Kaltental. Das Gutachten kam laut Eingangsstempel gestern bei mir an. Und ich war von dem Ergebnis genauso überrascht wie Sie. Zumal das Nationalmuseum Interesse an den Exponaten geäußert hatte. So ein Eingangsstempel sagt überhaupt nichts. Das mache ich bei mir im Büro genauso, wenn irgendwas verschlampt worden ist. Nein, 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 damit kommen Sie nicht durch. Sie haben mich um eine glatte Million beschissen und haben unter Vorspiegelung falscher Tatsachen mein Bauvorhaben sabotiert. Und wenn Sie nicht jetzt und sofort diesen Kaufvertrag annullieren, dann sehen wir uns vor Gericht wieder. Haben Sie gut zugehört? Ich brauche das alles protokolliert. Frau Reuter, Herrgott, nochmal. Versetzen Sie sich doch mal in meine Lage. Ja, ich schaufle mir doch politisch gesehen mein eigenes Grab, wenn das morgen in der Zeitung steht. Bin doch der Depp der Nation. Na schön. Ich bin bereit, die Renovierungs- und Sanierungsarbeiten auf eigene Kosten durchführen zu lassen und den entsprechenden Passus aus dem Vertrag zu streichen. Doch ansonsten tut es mir leid, Herr Wöller. Aber Sie können Ihr Heimatmuseum doch immer noch wie geplant bauen. Ich meine, wen interessiert schon, ob so ein paar Knochen aus der Steinzeit oder aus dem Dreißigjährigen Krieg stammen? Und jetzt entschuldigen Sie mich. Schwester Hildegard, suchen Sie doch bitte die Hemdknöpfe zusammen. Ich dachte, er geht Ihnen an die Gurgel. Ja, ja, so geht's im Leben. Der dachte, der legt uns rein. Und jetzt? Und schauen Sie bitte nach, ob Herr Wöller das Gebäude wirklich verlassen hat. Bitte. Vorsicht! Na sowas! Hier macht er den Laden doch. Obwohl euch die Mutter Oberin ihr Einverständnis nicht gegeben hat. Sie hat es nur Schwester Agnes verboten und ich bin ja nicht mehr im Orden. Ganz schön raffiniert. Und dass Agnes die Produkte herstellt, dagegen hat sie ja nichts gehabt. Und woher nehmt ihr das Geld? Von der Bank. Julia hat den Kredit vermittelt. Und Max hat für mich gebürgt. Die Regale, da kriege ich umsonst. Die Schreinerei ist Max noch einen kleinen Gefallen schuldig. Na, dann wünsche ich euch viel Glück. Danke. Danke. Ich muss los zur Korbprobe. Danach habe ich noch zwei Treffen. Ah, Frau Jobst? Nein. Frau Jobst? Ja? Ach, grüß Gott, ich bin Schwester Lotte. Guten Tag. Ihre Mutter hat mich gebeten, Sie abzuholen. Ah ja, wie geht's ihr dann? Ach, es geht ihr ganz gut. Sie hat die Operation gut überstanden und sie freut sich sehr, Sie zu sehen. Wollen wir gleich ins Krankenhaus fahren oder möchten Sie sich erst in der Wohnung frisch machen? Nein, nein, das ist nicht nötig. Ich würde Sie schon gerne sehen. Ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht. Ich wusste ja gar nicht, was sie hat. Sie sehen Ihre Mutter nicht so häufig, nicht? Nein. Hamburg ist ja auch nicht gerade um die Ecke und dann ist da auch noch mein Studium.
will ich so schnell wie möglich durchziehen, damit ich meiner Mutter eben nicht immer auf der Tasche hänge. Die verdient zwar ganz gut mit ihren Aktien, aber ich muss auf eigenen Füßen stehen. Den Meier interessieren. Grüß dich, Bönner. Ich brauche jetzt ein Bier, sonst bringe ich jemand um. Na, hör mal, wo sind wir denn? Bring mal gleich noch eins. Ja, Meier? Was gibt's, Paul? Was? Schon wieder? Braucht der Chef Geld oder müssen wir jetzt in jeder Schicht Alkoholkontrollen machen? Diese ewigen Überstunden stinken mir allmählich. Wöller? Also, da glaube ich nicht mehr dran. Der benimmt sich wie ein Heiliger seit neuestem. Ja, mach ich. Ja, over und aus. Na toll. Entschuldigung. Ja, wieder? Können Sie mir 10 Euro wechseln? Ja, natürlich. Keine. Bilder haben Sie auch umgedreht? Alles. Aber eins müssen Sie mir erklären. Wie kann eine Frau wie Sie... Also, ich verstehe das nicht. Das müssen Sie auch nicht. Danke trotzdem. Nicht husten, bitte. Nicht, dass die Wunde aufgeht. Mama. Gabi. Was hast du denn für Sachen? Lass dich ein Scharmützis essen. Gleiches Visite. Und, wie fühlen Sie sich? Na ja. Haben Sie ihm das Gutachten gegeben? Ja. Und? Er ist mit Vollgas nach München zur Mutter Oberin. Manchmal kann er einem richtig leid tun. Bitte passen Sie auf, dass er sich heute Abend im Ochsen nicht volllaufen lässt. Jetzt, wo er so deprimiert ist. Na, so schlimm wird's schon nicht werden. Ah, der gute alte Hermann. Komm, setz dich her. Sag mal, ist das wirklich wahr, was du mir am Telefon erzählt hast? Oder bist du schon so besoffen? Noch nicht, aber bald. Ein Bier für den Hermann. Bevor du dir deinen Verstand vollkommen versoffen hast, noch eine Frage. Stimmt es, dass du das Kloster mit 1 Million Miese verkauft hast und dass die Steinzeitfundstätte gar keine Steinzeitstätte ist? So ist es. Ist es nicht lustig? Und der Ötzi ist eine Frau aus dem 30-jährigen Krieg. Ja, das ist doch saukomisch. Das heißt, wir brauchen auch kein Heimatmuseum. Oh, scharf kombiniert, aber du warst ja immer schon schnell vom Begriff. Und das findest du also brüllend komisch, ja? Ja. Und in Zukunft wird es auch keine Ostfriesen- und Blondinenwitze mehr geben, sondern Kaltenthaler. Beispiel. Wie viel Kaltenthaler braucht man, um ein Kongresszentrum nicht zu bauen? Ich verrat's dir. 2. Hermann und Wolfgang. Oh. Hermann Huber. Lass ihn doch. Ob ich mich aufhänge oder mein Freund Huber mich totschlägt, ist mir sowas von scheißegal. Das ahnst du gar nicht. Was hat er denn? Ah, vergiss es. Pflaume. Ob was im Kühlschrank ist, weiß ich nicht, aber Sie können auch jederzeit gerne bei uns im Kloster zu Abend essen. Ich glaube, ich nehme jetzt erstmal ein heißes Bad und dann sehen wir weiter. Gut, wir sehen uns ja vielleicht nachher bei Ihrer Mutter in der Klinik nochmal. Alles klar, danke, Schwester. Bitte, bitte. Entschuldigung. Wartest, bis das Taxi da ist, verstanden? Gut. Dann gute Nacht.
Deine Haut möchte ich nicht stecken morgen früh. Meinst du ich? Gott sei Dank, dann ist er ja nach Hause. Das nehme ich doch stark an. Dem reicht's auch, so wie der zugeschlagen hat heute. Gute Nacht. Gute Nacht, Schwester. Dunkler PKW, 78 Stundenkilometer. Was kann ich für Sie tun? Haben Sie was getrunken heute Abend? Na klar. Wie immer zwei kleine Blonde mit einer Zitrone. Ich habe morgen einen anstrengenden Tag und ich würde es begrüßen, wenn ich jetzt weiterfahren darf. Sie wurden mit 78 Stundenkilometer abzüglich 3, also 75 Stundenkilometer innerhalb einer geschlossenen Ortschaft gemessen. Es ist doch kein Schwein unterwegs außer mir. Sitzt doch alle vom Fernseher. Darf ich Sie bitten, auszusteigen? Herr Meier, ich warne Sie. Ja, wenn das wieder einer Ihrer üblichen Schikanen ist. Paul, hol den Blasebalg. Ich fresse meine Dienstmütze, wenn Sie nicht mehr als 2 Bier-Intus haben. Lassen Sie mich mal aussteigen. 3, maximal, ja? Können die Erika fragen. Ich soll blasen? Nein. Ich kann Sie auch gleich aufs Revier mitnehmen und eine Blutprobe anordnen lassen. Was ist Ihnen lieber? Geben Sie her. Da rein. Promille. Was? Das muss die Zitrone gewesen sein. Ich muss Sie leider bitten, mir Ihren Führerschein auszuhändigen. Sagen Sie das nochmal. Sie haben genau gehört, was ich gesagt habe. Aber Herr, das kann doch nicht Ihr Ernst sein, ja? Also wenn Sie wissen, was ich heute alles durchgemacht habe. Das ist gar nichts gegen das, was ich durchgemacht habe. Mit Ihnen. Und das nicht nur heute, sondern seit Sie Ihre erste Wahl gewonnen haben. Also zum letzten Mal Ihren Führerschein, bitte. Paul? Fahr du den Herrn Bürgermeister zur Blutabnahme. Ich glaube kaum, dass er Wert darauf legt, dass ich ihn dahin chauffiere. Können wir es nicht anders regeln? Das klingt nach versuchter Bestechung. Ja, das würde ich auch so sehen. War nur ein Versuch. Frau Jobst? Frau Jobst? Mutter, ich möchte uns beiden die Peinlichkeit ersparen, über das reden zu müssen, was ich in deiner Wohnung gefunden habe. Wie konntest du mir das antun? Und vor allem dir. Es tut mir leid. Gabi. Frau Jobst? Sie haben es die ganze Zeit gewusst. Ja. Eigentlich hatte ich gehofft, dass Ihre Mutter die Gelegenheit nutzt, sich mit Ihnen auszusprechen. Aber jetzt ist es halt passiert. Ich bin ein wenig enttäuscht, dass Sie so kleinkariert reagiert haben. Ich habe mit dieser Frau nichts gemeinsam. Ihre Mutter wollte ein Leben lang nur, dass es Ihnen besser geht wie ihr. Deshalb hat sie das alles getan. Aber doch nicht so was Ekliges. Diese Männer sind eher arme Würstchen. Aber darum geht es nicht. Der wahre Grund für Ihr Doppelleben sind doch Sie. Vielleicht helfen Sie ihr jetzt, da herauszukommen.
Nur so einfach geht das nicht. Das müssen Sie ja schon selbst sagen. Das kann ich nicht. Lassen Sie mich jetzt bitte einfach in Ruhe. Jetzt bist du dran, Herr. Soll das heißen, dass das Museum jetzt doch nicht gebaut wird, Herr Huber? Ja. Und was ist dann mit meinen Entwürfen? Ich habe schon gut und gerne zwei Wochenenden und ein paar Nächte in das Projekt investiert. Nein. Das interessiert mich nicht. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich schicke Ihnen jetzt einfach eine Rechnung und jetzt... Entschuldigen Sie mich bitte, ja? Und nein, wiederhören. Tut mir leid. Probleme? Vergessen Sie es. Und? Wie gefällt Ihnen das Haus? Naja, Frank Lloyd Wright. Ich hatte mir gedacht, dass man das Kaminzimmer vielleicht etwas tiefer legen könnte, so wie hier. Aus Granit und dann die Sitzgruppe. Oh. Guten Abend. Entschuldigen Sie mich einen kleinen Augenblick. Nein, ich gehe. Aber... Also, das geht vor. Rufen Sie mich an. Aber die Änderungen, die werde ich heute Nacht noch machen. Ich glaube kaum, dass Sie das noch hinkriegen werden. Macht ja nichts. Gute Nacht. Gute Nacht. Peinliches. Ich dachte, du bist allein. Sie ist weg. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Ich tue so, als ob ich telefoniere und du kommst rein. Es geht nicht. Wieso? Ich habe schon ausgezogen. Oder so. Ich weiß, sie kommt nicht wieder. Wir werden sehen. Bitte, dass du zurückkommst. Und ich bin froh, dass du es jetzt endlich weißt. Diese ewige Angst. Das war eigentlich das Schlimmste da. Kind, du kannst dir nicht vorstellen, wie glücklich ich jetzt bin. Ist ja gut, Mama. Du musst mir versprechen, dass du die ganzen Sachen auf den Müll schmeißt. Und dann? Kommst du mit mir nach Hamburg? Ich habe mein Examen fast in der Tasche und ich will eine eigene Firma aufmachen. Da könnte ich deine Hilfe gut brauchen. Oh, mir wird richtig schwindelig. Ich glaube, ich muss mich hinlegen. Schwester Lotte, es tut mir leid, dass ich Ihnen so viel Schere reingemacht habe. Das ist völlig unnötigerweise. Macht nichts. Hauptsache, es ist gut ausgegangen. Gut. Mama. Ich komme gleich, ja? Ja. Schwester Lotte? Sie müssen mir versprechen, dass Sie meiner Mutter nicht sagen, dass ich nur wegen Ihnen zurückgekommen bin. Sind Sie auch nicht, wenn Sie ganz ehrlich sind? Herr Wöller! Herr Wöller, jetzt bin ich aber erleichtert. Ich habe mir schon solche Sorgen um Sie gemacht. Ich bin sehr stolz auf Sie, dass Sie Ihr Auto haben stehen lassen und mit dem Taxi gefahren sind. Frau Labern wird sich auch sehr freuen. Ich war heute in der Klinik bei ihr. Sie hat die Blinddarmoperation gut überstanden und wird sicherlich bald entlassen werden. Herr Wöller. Herr Wöller! Sind Sie schwer vom Begriff? Ich rede nicht mehr mit Ihnen. Oh. Es sei denn vor Gericht. Ich will nicht nur das Kloster zurück. Ich will auch den Schaden ersetzt haben, der der Gemeinde und Huber durch den Ötzi-Baustopp entstanden ist. Dafür können wir doch überhaupt nichts. Das war das Denkmalamt. Oh,
Was ist? Geht's Ihnen nicht gut? Nichts. Heute Morgen habe ich noch gedacht, einmal im Leben habe ich es geschafft. Ich bin wer. Das Wolfgang Wöller Museum. Und jetzt? Das können Sie doch immer noch bauen. Ja, wofür? Die Geschichte Kaltentals ist eine endlose, fade Mittelmäßigkeit. Während im Rest der Welt der Bär tobte, haben die hier Zuckerrüben angepflanzt. Ja, hier war doch nie was los. Der Homo Kaltentalensis, das wär's gewesen. Ja, und jetzt? Jetzt sitze ich auf einem Haufen alter Knochen, die nicht mal ein Hund verbuddeln würde. Ich mache Ihnen jetzt einen schönen, starken Kaffee. Hm? Sie? Ja. Sie machen gar nichts. Und ich? Ich gehe jetzt in mein Bett. Ich will von nichts mehr was wissen. Ich wünsche eine unangenehme Nacht und entsetzliche Albträume. Ja.